Dieses Verkehrszeichen weist auf einen Fußgängerübergang mit einer 15 Meter davor angebrachten Querlinie hin. Hat ein Auto diesen Streifen noch nicht erreicht, darf der Fußgänger den Übergang betreten. Der Kraftfahrer muss warten. Also ich heiße Thomas Scholzwohl, und ich beschäftige mich seit jetzt schon 13 Jahren mit der Geschichte und der Gestalt des Matzensdorfer Platzes, dem schönsten Platz von Wien. Ich habe mir diesen Platz angeeignet und finde halt, dass man über diesen Platz sehr treffliche oder sehr gute Aussagen über Verkehrspolitik, über Verkehrsordnung, über gewisse Sachen, die in der Stadt passieren, sagen kann. Ich mache Stadtspaziergänge, ich mache Workshops mit Jugendlichen am Platz oder zum Platz, ich mache Ausstellungen, dann mache ich sogar die Art Interventionen im Feuerwerksgeschäft oder am Dach vom Feuerwerksgeschäft. Ich mache Geschichtsprojekte mit ehemaligen Bauarbeitern und Anrainerinnen dieses Platzes. Dann komme ich eben auch ins Gespräch mit Leuten, die hier am Platz vorbeigehen. Ein Grund, warum ich so starkes Interesse auch an diesem Platz entwickelt habe, ist sicher auch, dass dieser Platz eben so das Gegenstück oder die Gegenwelt zu dieser ländlichen Welt ist, in der ich aufgewachsen bin. Also diese vermeintliche Heimatlichkeit, die man eben hier am Platz wenig hat. Andererseits wollte ich mir eben mit diesem Matzensdorferplatz auch einen Grund für meine Kunst und für allgemeine Kritik aufbauen. Also für die Umgestaltung des Platzes würde ich mir halt vorstellen, dass man so einen Verkehrsgarten errichtet mit vielen Pflanzen und Bäumen, dass man auch vielleicht ein kleines Museum errichtet oder ein Sozialzentrum, ein echtes, dass man Sitzgelegenheiten hat, dass man Plattformen hat, Stiegen, wo man sich aufhalten kann, und vor allem, dass sich eben dieser autozentrierte Verkehr und diese stille Gewalt, wie ich halt sage, zu verändern oder die auch zum Thema zu machen.